In The Elder Scrolls 5 Skyrim gibt es wirklich eine Menge gute Quests. Manche davon sind besonders spannend, manche besonders gruselig und wiederum andere sind einfach ziemlich lustig. Und letztere wollen wir uns nun mal genauer anschauen, deshalb präsentiere ich euch heute die drei lustigsten Quests in Skyrim. Wenn euch dieses Video gefällt, lasst gerne einen Like da und abonniert den Kanal, um keine Skyrim-Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Bevor es losgeht, wollte ich euch noch ganz herzlich danken für die vielen Kommentare und das positive Feedback unter meinem letzten Video zu den besten Skyrim-Quests. Ihr habt mir wirklich eine Menge gute Quests in die Kommentare geschrieben und ich werde mein Bestes geben, möglichst viele davon noch in weiteren Videos zu präsentieren. Aber nun erstmal weiter mit den meiner Meinung nach lustigsten Quests in Skyrim. Auf dem dritten Platz haben wir eine eigentlich ziemlich kleine Nebenquest, die im Grunde noch nicht einmal einen richtigen Namen hat. Manche nennen sie eine Dreiecksbeziehung, andere nennen sie ein liebreizender Brief, gemeint ist jedenfalls damit folgendes. Die junge kaiserliche Camilla Valerius wird von zwei Männern umschwärmt, nämlich vom Barden Sven und vom Waldelf Fäendal. Allerdings, nun ja, wie soll man das sagen, sie haben beide nicht wirklich die Eier, einen ernsten Versuch zu wagen, Camilla für sich zu gewinnen und denken sich daher eine Intrige gegen den jeweils anderen aus. Also, um mich mal der Jugendsprache von vor ein paar Jahren zu bedienen, sie sind beide ziemliche Snitches. Jedenfalls kommen wir natürlich wie immer gerade rechtzeitig, um alles in Ordnung zu bringen. Naja, zumindest mehr oder weniger. Derjenige von beiden, mit dem wir als erstes über Camilla sprechen, wird uns bitten, Camilla einen Brief zu überbringen. Allerdings keinen romantischen Liebesbrief, sondern einen Brief, der den jeweils anderen schlecht dastehen lässt. Reden wir also beispielsweise zuerst mit Fäendal, gibt er uns einen Brief, der so tut, als wäre er von Sven, in dem allerlei blödes Zeug steht. Dann haben wir die Wahl. Wir können zum einen direkt zu Camilla gehen und ihr den Brief überreichen und sie dementsprechend anlügen, oder wir können ihr die Wahrheit sagen, dass der Brief eigentlich von Sven bzw. Fäendal ist. Wir können zum anderen aber auch mit dem Brief zum Konkurrenten gehen, in diesem Fall Sven, und ihm davon erzählen. Dann wird dieser uns einen eigenen gefälschten Brief geben, den wir dann auch wieder bei Camilla abliefern sollen. Also gehen wir schließlich zu ihr und haben letztendlich die Wahl, ob wir uns auf Svens oder Fäendals Seite stellen wollen. Und das war's im Grunde auch schon mit dieser Quest. Allerdings wird derjenige, auf dessen Seite wir uns schlagen, uns von nun an als Begleiter zur Verfügung stehen, was insbesondere bei Fäendal ein Vorteil ist, da dieser uns dann bis Level 50 kostenlosen Schießkunstunterricht geben kann. Allerdings sind beides keine besonders starken Begleiter und sind daher höchstens für den Anfang zu empfehlen. Derjenige, den wir vor Camilla schlecht aussehen lassen, wird uns danach übrigens nicht mehr allzu gerne mögen. Allerdings hat unser Einwirken ansonsten keinen großen Effekt, denn weder Sven noch Fäendal wird danach Camillas Herz erobern. Ihr Verhalten hat ihnen also letztendlich nichts gebracht. Im Grunde also eine kleine Lektion des Spiels, dass man mit ehrenlosem Verhalten nicht weiterkommt. Als nächstes haben wir die Quest Der Geist des Wahnsinns. Während wir durch die Straßen von Einsamkeit streifen, werden wir von einem obdachlosen Waldelfen angesprochen. Dieser erzählt uns, dass sein Meister nicht zu ihm zurückgekehrt ist und bittet uns, ihm zu helfen. Wir sollen also seinen Meister finden und ihn dazu bringen, zurückzukehren. Suchen sollen wir ihn im Pelagiusflügel im blauen Palast von Einsamkeit. Außerdem gibt er uns noch Pelagius Hüftknochen, der uns offenbar dabei helfen soll. Der Zugang zum Pelagiusflügel ist allerdings gesperrt, deswegen müssen wir uns erst einmal einen Schlüssel besorgen, wozu es verschiedene Möglichkeiten gibt. Wir können entweder zu Falk Feuerbart gehen, der uns den Schlüssel gibt, wenn wir bereits die Quest Die Wolfsschädelhöhle absolviert haben, oder wir gehen zu Una oder Erdi, die auch im blauen Palast arbeiten, denn diese geben uns bei einer kleinen Lüge ohne Nachfrage den Schlüssel. Also gehen wir in den Pelagiusflügel hinein, sehen uns etwas um und werden dabei schließlich in eine andere Welt teleportiert. Dort treffen wir auf Pelagius, den Wahnsinnigen, der vor langer Zeit mal Kaiser von Tamriel und Jarl von Einsamkeit war, und wir treffen auf Sheogorath, den dädrischen Fürsten des Wahnsinns. Nachdem wir erst einmal deren Gespräch lauschen, verschwindet Pelagius und wir können uns mit Sheogorath unterhalten, der definitiv ein verrückter, aber eigentlich ein ziemlich lustiger Kerl ist. Jedenfalls erzählt dieser uns dann auch, wo wir hier sind, nämlich im Kopf von Pelagius. Sheogorath versichert uns, dass er unserer Bitte nachkommen wird, allerdings unter einer Bedingung. Ihr müsst zuerst einen Weg nach draußen finden. Viel Glück dabei. Konkret heißt das, wir müssen insgesamt drei Aufgaben lösen. Zu Hilfe gibt Sheogorath uns den Wabajak, einen Zauberstab, welcher das Ziel in ein unvorhersehbares Wesen verwandelt. Die erste Aufgabe ist, den schlafenden Pelagius aufzuwecken. Wir gehen also zu Pelagius hin, der dort in seinem Bett schläft, und schießen mit dem Wabajak erst auf Pelagius, worauf ein Wolf erscheint, den wir daraufhin mit dem Wabajak in eine Ziege verwandeln.
Dann schießen wir wieder auf Pelagius und dann wiederum auf das, was daraufhin erscheint. Das Ganze machen wir ein paar Mal, bis Pelagius schließlich aufwacht. Bei der nächsten Aufgabe sehen wir, wie der Zorn und die Zuversicht von Pelagius miteinander kämpfen. Unsere Aufgabe ist es sozusagen, für ein gesundes Mengenverhältnis zu sorgen. Daher zählen wir so oft auf den Zorn, bis dieser so klein wie möglich ist, und so oft auf die Zuversicht, bis dieser so groß wie möglich ist, womit wir diese Aufgabe dann auch bestanden haben. Wunderbar! Pelagius kann sich nun endlich selbst akzeptieren und alle anderen hassen. Für die dritte Aufgabe gehen wir zu einer Arena, in der zwei Sturmatronachen miteinander kämpfen, was wiederum von Pelagius und zwei anderen Männern in Zwergenrüstung beobachtet wird. Hier müssen wir allerdings nicht auf einen der Atronachen schießen, sondern auf einen der Männer neben Pelagius, die sich daraufhin in Wölfe verwandeln und Pelagius angreifen. Daraufhin können wir zurück zu Sheogorath gehen, der daraufhin ankündigt, diesen Ort wieder zu verlassen. Seinen Diener schickt er allerdings schon mal vor, also ob er dann wirklich nachkommt, man weiß es nicht genau. Den Wabayak schenkt er uns dann übrigens. Schließlich erwachen wir wieder im Pelagius-Flügel, womit die Quest beendet ist. Diese Quest mag ich vor allem deswegen, weil sie am Anfang so mystisch und geheimnisvoll daherkommt, aber dann so eine herrlich verrückte Wendung nimmt. Die Rätsel sind zwar relativ leicht zu lösen, aber die lustigen Kommentare von Sheogorath sind wirklich sehr unterhaltsam. Außerdem finde ich, dass diese Traumlandschaft wirklich ein interessanter Ort ist. Kommen wir aber nun zum wohlverdienten Platz 1. Ich denke nicht, dass viele in Abrede stellen würden, dass es sich hierbei um die lustigste Quest in Skyrim handelt, denn unter meinem letzten Video zu den besten Skyrim-Quests haben auch wirklich sehr viele kommentiert, dass diese eine ihrer Lieblingsquests ist. Gemeint ist die Quest eine denkwürdige Nacht. Und wenn ihr die Hangover-Filme oder ähnliche Geschichten mögt, dann ist diese Quest definitiv genau das Richtige für euch. Aber bevor ich mit der Handlung der Quest anfange, habe ich hier noch einen kleinen Tipp für euch, und zwar nutzt in den Dialogen auf keinen Fall die Überreden-Funktion. Dadurch könnt ihr nämlich fast die Hälfte der Quest überspringen und ihr verpasst daher auch die lustigsten Szenen. Nun aber zur Handlung. Wenn wir eine der zahlreichen Tavernen in Himmelsrand betreten, treffen wir auf einen Mann namens Samgwe-Ven, der uns zu einem Trinkspiel einlädt. Das ist ein besonderes Gebräu, sehr starker Tobak. Dann fangen wir mal an. Wenn wir uns darauf einlassen, werden wir langsam immer betrunkener, bis irgendwann unsere Erinnerung abreißt. Sag mir, ihr seht aber nicht so gut aus. Am nächsten Morgen werden wir von der Priesterin Senna im Tempel von Dibella in Markart geweckt, die offenbar sehr sauer auf uns ist. Sie erzählt uns, dass wir völlig betrunken hier aufgekreuzt sind und ein ziemliches Chaos veranstaltet haben, was wir nun erstmal aufräumen sollen. Dabei finden wir eine Notiz, in der steht, dass wir einen Riesenzeh, eine Hexenrabenfeder und geweihtes Wasser brauchen, um einen Stab zu reparieren. Das schon mal als kleiner Vorgeschmack, wo unsere Nachforschungen uns noch hinbringen werden. Nachdem wir etwas für Ordnung gesorgt haben, verrät die Priesterin uns, dass wir in der Nacht irgendetwas von Rorikstad gelallt haben und dass wir uns da vielleicht mal umsehen sollten. Tun wir das, erwartet uns ein ziemlich aufgebrachter Bauer, der uns erzählt, dass wir seine preisgekrönte Ziege Gleda entführt und an einen Riesen verkauft haben. Also versuchen wir, auch das wieder in Ordnung zu bringen und töten den Riesen, damit wir die Ziege wieder zurückbringen können. Zurück in Rorikstad ist der Bauer überglücklich, dass seine Ziege unversehrt zurückgekehrt ist und erzählt uns, dass wir ihm eine Notiz hinterlassen haben, auf der irgendetwas von nach Rückzahlung an Isolda in Weißlauf stand. Also machen wir uns als nächstes auf zu Isolda. Auch diese ist ziemlich aufgebracht, denn wir haben in der vergangenen Nacht bei ihr einen Ring auf Kredit gekauft, weil wir offenbar unbedingt jemanden heiraten wollten. Da es offenkundig keine Hochzeit gab, möchte sie wenigstens ihren Ring zurückhaben. Bei genauerer Nachfrage erzählt sie uns dann, dass wir unsere Verlobte im Hexennebelhain kennengelernt haben, was definitiv sehr beunruhigend klingt. Also schauen wir als nächstes mal nach, ob wir dort etwas herausfinden. Dort angekommen erwartet uns zugleich die unheimlichste als auch die lustigste Überraschung in dieser Quest. Denn unsere Verlobte ist tatsächlich ein Hexenrabe namens Moira. Schatz, ich habe darauf gewartet, dass ihr zurückkehrt, um unsere Liebe zu vollziehen. Kam hier rein, ne? Ich erstmal gedacht so, lustig, ne? Irgendwann merke ich so, abo, die meint das ernst, so, weißt du? Nach der Frage, ob wir den Ring zurückhaben können, greift sie uns wutentbrannt an. Was? Ihr wollt ihn für dieses kleine Luder Esmeralda mit den dunklen Federn? Ist es nicht so? Sie soll euch nicht bekommen. Daraufhin müssen wir sie leider töten und uns den Ring nehmen.
Zurück in Weißlauf erklärt uns Isolde ihr Beileid wegen der geplatzten Verlobung und erzählt uns, dass wir gesagt hätten, dass die Feier in der Festung Mowunska stattfinden sollte. Dort angekommen müssen wir erst einmal gegen eine Menge Magier kämpfen und kommen schließlich zu einem Portal. Wenn wir dorthin durchgehen, kommen wir in den sogenannten Nebelhain, einem Ort, der so schön ist, dass ich ihn eigentlich in meinem Video zu den schönsten Orten in Skyrim hätte aufnehmen sollen. Jedenfalls finden wir dort endlich Sam Gwyvenn, der dort eine kleine Gartenparty feiert. Wenn wir mit ihm sprechen, erklärt er, dass er in Wirklichkeit nicht Sam, sondern Sanguine ist, der dädrische Fürst des Hedonismus und der Ausschweifung. Außerdem sagt er, dass die Liste, die wir im Tempel von Dibella gefunden haben, eigentlich nur ein Scherz war. Als Belohnung bekommen wir dann den Stab Sanguines Rose, welcher für 60 Sekunden einen Dremora beschwört. Für mich, und ich bin sicher auch für viele von euch, ist diese Quest definitiv eine der besten in ganz Skyrim. Es ist einfach extrem unterhaltsam herauszufinden, was wir in der letzten Nacht für einen Unsinn angestellt haben. Das waren also die meiner Meinung nach drei lustigsten Quests in The Elder Scrolls 5 Skyrim. Schreibt mir wie immer sehr gerne eure Meinung zu den Quests in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne einen Like und ein Abo da. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin!